Die wollte ich euch nur mal ganz schnell zeigen. Und zwar hatte ich heute meinen Braid-Out zum dritten Tag, also dritten Mal. Und jetzt ist es aber abends. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach draußen. Und da habe ich mir gedacht, dass ich dann einfach Pins nehme. Habe einfach 4 Stück genommen und habe oben die Haare so nach oben gerollt und habe dann einfach die Pins hier reingesteckt. Und dann habe ich hier jetzt diesen Side Part, wie auch immer ihr das nennen wollt. Und die Haare hier habe ich dann ein bisschen mit dem Olive Oil Edge Control glatt gemacht. Ja, ich zeige euch das mal hier von der Seite. So, von hinten. Ich weiß leider nicht, wie es von hinten aussieht, weil ich es nicht gesehen habe. Aber ja, das von hinten. Und dann nochmal von der anderen Seite. Von der anderen Seite ist es so. So, das ist eine schnelle Frisur. Habe ich in 1 Minute gemacht, weil ich keine Lust hatte, die Haare jetzt aufzulassen, weil es nachts ist, also es ist abends und es ist kalt jetzt. Deswegen habe ich jetzt einfach die Pins genommen, habe die einfach reingesteckt und so, fertig. Und weil ich halt was anderes jetzt haben wollte. Ja. Und ich finde die Frisur ganz cool. Ja, und wenn ihr wollt, dass ich euch ein Braid-Out-Video mache, also wie ich das gemacht habe, dann sagt mir einfach, schreibt mir einfach einen Kommentar unter das Video. So, das ist es. Und ich zeige euch nochmal ganz schnell, was ich anhabe. Und zwar dieses Kleid hier mit dem kleinen süßen Kätzchen drauf. Strumpfhose, die Stiefel, die ich euch ja letztens gezeigt habe. Meine Jacke. Und ja. Das war's, das ist mein Outfit für heute. So, ich bin jetzt auf dem Weg nach draußen. Ich ziehe jetzt meinen Schal an. Schön warm. Ja, und das ist die Frisur, die ich euch schnell zeigen wollte. Und falls ihr wissen wolltet, wie ich das gemacht habe, dann sagt mir einfach Bescheid. Dankeschön. Und bitte Video liken und kommentieren und subscriben. Ciao.